Hallo, ich möchte heute mit euch eine runde Box basteln. Die würde dann so ausschauen. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Und zwar brauchen wir eine 2¼ Kreisstanze. Da stanzen wir 10 Kreise pro Seite aus. Das heißt insgesamt 20. Die werden dann aufeinander geklebt. Dann schaut das so aus. Und dann brauchen wir ein Designpapier. Das ist 9 x 21 cm. Und so kleben wir dann die mit dem Tombow-Kleber. Den Kleber. Oh, das war ein bisschen viel Kleber. Das da an. Das muss man ein bisschen festhalten, fixieren. Dauert ein bisschen, bis das richtig fest ist. Und dann natürlich die andere Seite. Jetzt ein bisschen vorsichtiger mit dem Kleber. Ein bisschen eine Friemelarbeit. Und dann ist sie schon fast fertig. Dann habe ich hier noch ein Band von ca. 30 cm, das ich jetzt rundum binden kann. Und schon ist unsere Box fertig.